Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 8. November. Die Abrissarbeiten an der Wilhelm-Rösler-Straße im Nienburger Nordertor sind so gut wie abgeschlossen. 4 Häuserblöcke sind bereits komplett verschwunden, an den 5. erinnert nur noch ein Haufen Holz und Bauschutt. Der 6. folgt in Kürze. Georgios Pechlevanoudis ist es gelungen, den Coca-Cola-Truck an genau dem Tag in die Innenstadt zu holen, an dem das Moonlight-Shopping stattfindet. Bei Coca-Cola hat man extra wegen uns den Zeitplan noch einmal umgestrickt, so der Nienburg-Service-Vorsitzende, und ergänzt, wir haben damit Städte wie Hannover oder Hamburg ausgestochen. Ab dem 26. November ist Nienburgs Nordertor wieder um einen weiteren Markt reicher. Nach umfangreichen Umbauarbeiten soll an diesem Tag im ehemaligen Penny der neue DM-Markt eröffnet werden. Auf einer Fläche von 670 Quadratmetern finden die Kunden dann das gesamte Sortiment, das die Drogeriekette zu bieten hat. In der Reihe Theater für Schulen wird am Montag, den 16. November, um 10 Uhr das Schauspiel Kalibans Nachtmahr gezeigt. Das Maskentheaterstück erzählt die Geschichte dreier Männer auf einem Segelschiff. Ein Kapitän, ein junger Afrikaner und ein muslimischer Mystiker. Die Fördergemeinschaft Hoya ist mittendrin in der Planung für den Weihnachtsmarkt 2015, die Zwergenweihnacht in Hoya. Der Markt findet am Sonntag, den 6. Dezember, von 14 bis 19 Uhr im Kulturzentrum Martinskirche und drumherum statt. Am Tag davor laden die Kaufleute aus Hoya unter dem Thema Advent in den Geschäften bis 18 Uhr in ihre Läden ein. Es kann weitergehen. Die Traditionsveranstaltungen Pokalkegeln und Keglerball der Kegelgemeinschaft Gasthaus Hartmann können wieder stattfinden. Nach der Wiedereröffnung der Gaststätte Hartmann in Warmsen sind die regelmäßigen Kegelabende wieder gewährleistet. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.